Simon hat recht, unser Konzept ist großartig. Und was du darüber denkst, ist völlig egal. Simon und Charlotte planen hier etwas, was echte Konkurrenz für Dahlmann-Trikotagen werden könnte. Der Vorstand von Dahlmann-Trikotagen ist einverstanden. Ihr könnt euer kleines Start-up unter unserem Label veröffentlichen. Dann zogen sie los. Was haben Sie gezogen? Also ich finde es wirklich süß, dass ihr euch beide so gut versteht. Wir könnten eine richtige Familie sein, wir drei. Ist das Ihr Fahrrad? Verpiss dich. Wie bitte? Und das nächste Mal benehmen Sie sich. Ich werde nicht zusehen, wie du dein Leben ruinierst. Das macht dir mal nicht ins Höschen. Noch so ein Ding und du wanderst in den Knast! By the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Das war vielleicht ein bisschen hart. Aber das ist nun mal die Realität. Na und? Dann wandere ich halt wieder in den Bau. Nein, das wirst du nicht tun. Wenn du irgendwas... Ich mache überhaupt nichts. Du kannst nur von Glück reden, dass es mein Rad war. Was erwartest du von mir? Soll ich Danke sagen? Ja, das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Weißt du was, mir ist das scheißegal. Zeig mich an. Wen interessiert's schon, wenn ich wieder einfahre? Ja, jetzt geht die Leier wieder los. Ich gegen Rest der Welt. Keiner mag mich. Ich kann dieses Gejammer nicht mehr hören. Und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige. Moin. Du, der Dienstplan für die Fischbude ist fertig, also wenn es gerade passt. Passt gerade super. Marvin, warte. Hey. Machst du Witze? Nee, gar nicht. Mama, Papa, Kind, so in etwa? Ohne mich. Komm, Amelie, du verstehst dich gut mit Henny, Henny versteht sich gut mit dir. Warum probieren wir es nicht aus? Ich will aber kein Kind. Ja, ich gib's aber nur im Doppelpack. Ja, klar, und ich verstehe, dass du Zeit mit Henny brauchst. Aber jetzt ist doch meine Zeit mit dir. Ich glaube nicht, dass das dann zwischen uns beiden funktioniert. Wieso denn auf einmal nicht mehr? Amelie, was ist so schlimm daran, wenn wir einfach mal was zu dritt machen? Familienausflüge auf dem Fahrrad? Fern auf dem Ponyhof? Nein, keine Chance. Warum bist du denn nur so stur und egoistisch? Gut, das ist deine Entscheidung. Warte mal, wo willst du denn hin? Ich dachte, wir waren uns einig, dass Henny... Und will nicht einer von euch mal was zu meinem Angebot sagen? Hast du mit Tobias denn gesprochen? Also weiß der Bescheid? Natürlich habe ich das. Er findet die Idee genauso reizvoll wie ich. Mhm. Und er kann euch sicher helfen. Wobei? Na, euer Start-up groß aufzuziehen. Mhm. Aber also hat er nicht genug damit zu tun, den Laden in Düsseldorf am Laufen zu halten? Ach, wie du redest. Wir sind ein Traditionsunternehmen. Kurz vor der Pleite. Ach was, das sieht ihr zu schwarz. Es hat nur Vorteile, sich zusammenzutun. Und Vorteile für wen? Für uns alle. Ey, träum weiter, Mama. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass wir da mitmachen. Dieser Deal, der hat einfach nur Vorteile für dich und Tobias, für uns nicht. Klar, wir retten mit unserer jungen Linie das angestaubte Mutter-Imperium. Euer Vater hatte recht. Ihr seid beide nicht geschäftstüchtig. So ein attraktives Angebot auszuschlagen.
Hast du Angst, dass wir dir Konkurrenz machen? Ihr seid so undankbar. Wir sind auf dem richtigen Wege. Mamas Angebot beweist das. Ja. Hm? Was? Was ist mit Marvin? Abrechnung, Werbung, Finanzamt. Hey, Tina. Hey. Du, dein Telefon hörst du nicht? Willst du rangehen? Vorauszahlungsbescheid. Und Steuernachzahlung? Das heißt doch nur, der Laden brummt. Sonst müsstest du keine Steuern nachzahlen. Ja, das überweise ich einfach morgen. Du, wenn dich Überweisen so stressen, warum machst du nicht einfach eine Einzugsermächtigung? Ja, danke für den Hinweis. Ich wollte es nur gesagt haben. Hendrik, meine beste Mitarbeiterin hat gekündigt. Gerade bleibt alles an mir hängen. Also bitte halt mir nicht auch noch Vorträge über Sachen, die ich sowieso schon weiß. Okay. Entschuldige, ich war nur ein Tipp. Ich brauche aber keine Tipps. Stattdessen könntest du mal helfen. Zu Hause im Garten zum Beispiel. Es bleibt nämlich auch alles an mir hängen. Ja, gut, gerne. Deswegen bin ich eigentlich auch hier. Ich möchte ein Gemüsebeet anlegen. Du willst Gemüse anbauen? Ja, also und dann fermentieren. Das soll nämlich gut sein für den Namen. Hm. Ja, und da wollte ich dich fragen, was du für ein Gemüse empfehlen würdest. Kohl, Karotten, Rettich, rote Beete. Alles, was fest ist. Gut, nehme ich alles. Okay. Okay. Gärtnerei Berger-Richter, Albers. Was? Moment. Oh, Moment. Verdammt. Was kriegst du denn? Nee, ach, geht aufs Haus. Nein, nicht sie. Ja. Ciao. Nein, tut mir leid. Da müssen Sie sich eine andere Gärtnerei suchen. Ja. Ja. Wiederhören. Jetzt weiter? Keine Ahnung. Jurik ist dir ganz schön entgegengekommen. Ist mal ein Vertrauensbeweis von der Kleinen. Es soll ein Kompliment sein, dass seine Tochter mein Leben durcheinanderwirbeln darf? Naja, dass sie nicht eifersüchtig reagiert, sondern dir so ein süßes Armband macht, ist doch toll. Und du knallst ihm vor den Kopf, dass du nichts mit seiner Tochter zu tun haben willst. Weiß nicht, was ich machen soll. Wenn du mit Jurik zusammen sein willst, dann spielt Henriette doch automatisch eine Rolle in deinem Leben. Bisher lief es doch auch ganz gut, ohne zu viel Henny. Klar, weil ihr euch erst mal kennenlernen müsstet. Aber jetzt kannst du nicht mehr so tun, als gäbe sie nicht. Das tue ich auch nicht. Und ich halte auch Händchen, wenn es sein muss. Aber Familie, das ist einfach nicht mein Ding. Du verletzt Jurik damit ganz schön. Seine Tochter ist ein Teil von ihm. Also Henrik und ich hätten niemals zusammenbleiben können, wenn er sich nicht für Lilly und ich mich für seine Jungs interessiert hätte. Das ist auch was anderes. Du und Henrik, ihr wollt heiraten. Und ihr wollt keine gemeinsame Zukunft? Vielleicht funktioniert es einfach nicht. Aber du liebst ihn doch. Ja, vielleicht. Ich weiß einfach nicht, wie das gehen soll. Ich bin für Familie nun mal nicht gemacht. Ja, vielen Dank, dass du mir in den Kisten geholfen hast. Hm? Ach so, hier ist dein Monatslohn. Vielen Dank. Warte mal. Mein Fischhändler, da muss ich ran. Einmal kurz die Stellung. Ja. Hallo, was macht denn die Krabbenlieferung? Wieso gehst du nicht in dein Handy? Es wurde doch alles gesagt. Also war's das jetzt, oder was? Ah,
wenn ihr beide gerade da seid, was haltet ihr von einer Pärchenaktion? Also zwei Tüten Schokoherzen und dazu gibt es gratis ein Marzipanschweinchen. War nur eine Idee. Ich muss los. Marvin, warte! Oh! Ist das Fahrrad schon wieder kaputt? Ah, Frau Roth. Ja, aber diesmal ist es nicht Ihre Schuld. Ich war gerade auf dem Weg zur Werkstatt. Sie wissen aber schon, dass das eine Motorradwerkstatt ist, ne? Ja. Aber die werden schon das passende Werkzeug haben, denke ich. Sagen Sie, ist Ihnen in der letzten Zeit bei Marvin irgendwas aufgefallen? Er ist total neben der Spur. Ja, ehrlich gesagt schon. Ich habe ihm auch gesagt, er soll sich lieber einen Tag Urlaub nehmen, wenn das so weitergeht. Er soll sich keinen Urlaub nehmen? Er soll sich verdammt nochmal zusammenreißen. Er macht nur Ärger. Die Trennung macht ihm halt sehr zu schaffen. Charlotte hat ihm wirklich gut getan, in jeder Hinsicht. Und das wissen Sie, weil Sie so einen guten Draht zu ihm haben? Nein, Sie haben recht. Ich weiß überhaupt nichts. Aber eins weiß ich. Wenn er so weitermacht, landet er im Gefängnis. Marvin hat einfach Liebeskummer. Ich glaube nicht, dass er wieder kriminell wird. Ihr Wort in Gottes Ohr. Vertrauen Sie ihm. Ich möchte Ihnen ja nur helfen. Aber er lässt mich ja nicht. Aber vielleicht haben Sie ja eine Möglichkeit, mit ihm zu reden. Vielleicht ergibt sich ja ein Moment. Würden Sie das für mich tun? Er kann jederzeit zu mir kommen. Und das weiß er auch. Okay, ich probier's noch mal. Dankeschön. Vielen Dank. Also dann, schönen Tag noch. Wo ist der Kerl? Scheiße. Hier steckst du. Warum haust du einfach ab? Erklär's mir. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein, du hast nichts falsch gemacht. Warum trennst du dich dann von mir? London, Lüneburg. Charlotte, diese Fernbeziehung würde niemals funktionieren. Du hast es doch noch nicht mal versucht. Du bist einfach nur ein bisschen sauer, dass ich nach London gehe. Ich will dir nicht im Weg stehen. Ja, aber ich dachte, wir ziehen das gemeinsam durch. Ich passe nicht in deine Welt. Wieso sagst du sowas? Weil es so ist. Und wenn du ehrlich zu dir selbst wärst, dann würdest du das auch so sehen. Ja, aber hier hat es doch auch funktioniert. Weil ich mich hier in einer Blumenverkäuferin verknallt habe. Ja, aber ich bin doch immer noch dieselbe. Auch wenn ich in London studiere. Nein. Doch. Du machst deine eigene Firma auf. Nebenbei machst du noch dein Diplom an so einer Londoner Bonzen-Uni. Spätestens danach reist du um die ganze Welt. Na und? Ich finde schon die Zeit für uns. Und dann reden wir über was? Mein Job in der stinkenden Fischbude? Oder dass ich jeden Tag die Spedition gefegt habe? Das ertrage ich doch nicht lange. Dann werde ich unausstehlich. Dass wir nur noch streiten und... Ist es das, was du willst? Du willst es also wirklich beenden? Ja. Ich wünsche dir alles Glück der Welt, Charlotte. Marvin.
ich wünsche dir auch Glück. Ganz viel. Schläft er schon? Ja, tief und fest. Wie ohne Vorlesen? Mhm. Cool. Abwasch ist fertig. Dann haben wir jetzt ja ein bisschen Zeit für uns. Ich gehe ins Bett. Jetzt schon? Okay. Wenn ich drüber nachdenke, ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ben, bitte. Hm? Hey, du weißt doch, wenn Luis einmal schläft, dann schläft er. Hm? Ich bin wirklich müde, Ben. Und weißt du was? Ich verspreche dir eins. Ich mach dich ganz schnell wieder wach. Ben, ich hab keine Lust, okay? Okay. Das war deutlich. Das kannst du nicht verstehen, oder? Doch. Es ist schade, aber es ist okay. So wie du das sagst, ist es aber nicht okay. Tina, was ist denn los? Ach, ich finde einfach, dass wir nicht immer miteinander schlafen müssen. Das machen wir doch überhaupt nicht. Siehst du? Ich wusste es. Dir fehlt was. Du findest, wir haben zu selten Sex. Was? Nein, das habe ich doch überhaupt nicht gesagt. Und das weißt du auch ganz genau. Hey, vor allen Dingen will ich mich nicht mit dir streiten. Okay, du bist müde. Pass auf. Du legst dich hin. Und ich zapp ein bisschen durch die Kanäle. Gut? Ja. Und nur um das festzuhalten. Ich liebe dich. Schlaf schön. Wie soll ich denn jetzt schlafen? Herr Köpke. Gut, dass ich Sie treffe. Schönen Gruß von Ihrem Vater, er macht sich große Sorgen um Sie. Tja, ist mir egal. Und Ihre Freundin auch. Ich weiß nicht, wie oft sie schon angerufen hat. Und jetzt? Reden hilft manchmal. Darf ich Sie mal was fragen? Hat Malte Neumann Sie hängen lassen? Fühlt sich zumindest so an, ja. Und Charlotte Dahlmann hat sie hängen lassen. Sie geht nach London. Sie hat es für sich entschieden. Und ich kann jetzt sehen, wo ich bleibe. Scheiße. Ja. Also wenn Sie reden wollen, jederzeit. Danke, Frau Roth. Und jetzt hast du Frau Roth gebeten, mit ihm zu reden? Ja, ich weiß, es war unangemessen. Ich bin der Oberstaatsanwalt und sie ist die Verdächtige. Aber ich komme nicht an ihn ran. Und sie sieht ihn doch jeden Tag. Na, vielleicht hat sie ja mit ihrer Art eine Chance bei ihm. Welche Art denn? Direkt, tough. Ja, stimmt, das ist sie. Mhm. Aber können wir nicht über etwas anderes reden? Ich habe nicht davon angefangen. Die Hochzeitstorte ist gerettet. Oh. Ja, ich habe Frau Roth ein Backbuch geschenkt. Und warum gehst du nicht einfach direkt zu ihr, bevor sie dich noch 100-mal anruft? Hm? Nein, 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 nein. Das muss sie jetzt selber hinkriegen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Ich mache mir Sorgen. Weswegen? Ja, wegen Frau Dahlmann. Ich hoffe nicht, dass sie das Start-up ihrer Kinder übernimmt. Ach, da machen Sie sich mal keine Gedanken. Tobi hat die Firma fest im Griff. Ja. Oder, Lotte? Was? London Calling. Hast du schon einen Stundenplan? Oh, shit. Da hätte ich mich drum kümmern müssen. Aber nach diesem ganzen Hin und Her, London, ja, nein, habe ich das total... Komm, lass uns nachsehen, wie dein Stundenplan aussieht. So. Okay.
Central St. Martin's College of Art and Design. Da. Ja, Vorlesungsverzeichnis. Wo ist es denn? Hier. Okay, University Calendar. Da, die Einführungskurse, oder? Ja. Starts Friday? Die beginnen diese Woche. Wie kann das denn sein? Lotte hat die Termine verpeilt. Sie muss los, und zwar schon morgen. Ja, aber was ist mit meinem Flug? Umbuchen. Pass auf, Dila geht jetzt mit dir packen. Nur das Nötigste, ja? Ich buch den Flug um. Was ist mit Marvin? Marvin hat dich verlassen. Vergiss ihn. Los jetzt. Komm jetzt, los. Also ich hoffe, er reitet sich da nicht noch mehr rein. Jetzt vertrau ihm doch. Er ist ein guter Junge. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hast du Tilidin? Warte kurz hier. Na komm. Seit wann fragst du, ob es Umstände macht? Nein, macht es nicht. Die Suppe muss ich doch nur aufwärmen und Hendrik hat Baguette gemacht. Ach, meine Schuhe. Möchtest du erst Herrn Eilers guten Abend sagen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich lass mir doch nicht Hendriks Brot entgehen. Ich geh schon mal vor. Also, Henny wollte dir noch gute Nacht sagen, ja? Naja, ich bin jetzt schon eingeschlafen. Vielleicht vorlesen oder so. Mama! Jetzt sei doch nicht so neugierig. Ja, ich bin alleine. Mensch, ey, ich habe keine Ahnung, was Amelie heute Abend macht. Ja. Aha. Ja, ich höre dir zu. Ja, das ist Gabis große Chance. Okay. Na dann, gute Nacht. Kalle! Wo steckst du? Kalle! Wo steckt dieser Hund? Markus, was machen Sie denn hier? Ich wohne auf dem Gut. Ja, natürlich. Ich dachte nur, vielleicht sind Sie mit meinem Vater unterwegs. Also, weil Ihr Roller steht nicht im Hof und der Wagen von meinem Vater ist auch nicht da. Und naja, vielleicht sind Sie unterwegs. Wenn ich früh aufstehen muss, dann schlafe ich gerne in meinem eigenen Bett. Sonst noch Fragen? Ist er auch hier? Wenn Sie mit er Ihren Vater meinen, nein. Warum gehen Sie ihn eigentlich so konsequent aus dem Weg? Das geht Sie gar nichts an. Richtig. Aber er will Ihnen nur helfen. Was wissen Sie schon? Also, wenn Sie Gunther sehen, dann sagen Sie ihm, dass noch Moussaka im Kühlschrank ist. Er kann sich gern bedienen und Sie natürlich auch.
Schönen Abend noch. Gleichfalls. Auch noch Sie. Nein, nein, natürlich sollen Sie sich ausruhen. Natürlich. Ja, gute Besserung. Bis bald. Oh. Probleme? Ja, die Vertretung für die kranke Aushilfe ist krank. Mich wieder den ganzen Tag alleine in der Gärtnerei. Oh. Na komm. Setz dich. Das Frühstück ist fertig. Wow. Mhm. Sehr schön. Danke. Und? Wie hast du geschlafen? Ich konnte eigentlich erst einschlafen, als es langsam hell wurde. Hm. Wo ist denn Luis? Jurik nimmt ihn mit zur Kita. Oh. Kann ich dir in der Gärtnerei irgendwas abnehmen? Nee, du hast doch selber genug zu tun. Ach du, die Werkstatt kann auch mal ein, zwei Stunden dicht bleiben. Hm. Du kannst mich jederzeit erreichen. Hm? Du musst nur was sagen. Danke. Ist okay bei dir? Ja. Ich bin nur hundemüde. Es ist kein Vergleich zu der Zeit, als du offshore gearbeitet hast. Das war viel schlimmer. Sieh dir bitte keine Sorgen, ja? Okay. Also gut. So, ich muss los. Ein Kunde bringt heute eine Maschine vorbei. Du, das, oh, das ist ein Traum. Ein echtes Liebhaberstück. Ich freue mich schon drauf. Bis später. Bis später. Tina, hast du meine Mappe gesehen? Die da? Ja. Alles sollen wir auf dem Tablet machen, außer Mathe. Das ist voll bescheuert. Naja, vielleicht möchte euer Mathelehrer, dass ihr die Aufgaben selber löst und nicht mit dem Rechner. Hm? Spielt da doch sowieso jeder am Rechner. Und heute schreiben wir noch diese dummen Vokabeltests. Hast du gelernt? Am liebsten würde ich schwänzen. Du spinnst wohl. Warum? Du bist doch auch noch da. Tja, bei mir gehört die Gärtnerei. Du kannst aber kommen und gehen, wann du willst. Und sogar schwänzen. Ich beneide dich. Ab in die Schule. Hast du Lotte gesehen? Nur Reste vom Frühstück. Typisch Lotte. Das kann ja auch von deiner Oma sein, oder? Niemals. Nicht? Die Lei kennt mich. Ja, aber ich habe sie auch schon gesucht. Sie wird doch nicht schon weg sein, oder? Nein, ihr Koffer steht da ja noch. Stimmt. Ich muss leider los. Oh, was steht denn heute auf dem Plan? Salzmuseum. Ah. Ich habe eine Führung gebucht. Oh, Simon. Hä? Würden Sie das bitte Charlotte geben? Klar. Ein Nadelkissen. Mhm. Hat mir meine Mutter damals auch mitgegeben. Solange du nähen kannst, hat sie gesagt, wirst du nicht verhungern. Also, tschüss ihr beiden. Tschüss. Und viel Spaß. Nach London. Und zwar heute. Was? Das ging jetzt aber schnell. Ja, ich habe auch nicht so viel Zeit, aber ich wollte mich gern von Ihnen verabschieden. Ich werde die Gärtnerei sehr vermissen und die Arbeit mit Ihnen war wirklich toll. Sie haben eine Menge frischen Wind reingebracht. Ja, und Chaos, sagen Sie es ruhig. Ja, aber immer kreatives Chaos. Und Ihre Videos waren legendär. Und ich konnte am Anfang nicht mal eine Rose mit zwei Gräsern korrekt zusammenfassen. Hab ich was verpasst? Ach, Frau Fehrmann, schön, dass ich Sie noch treffe.
Ich gehe nach London, ans St. Martin's College. Ich freue mich, dass Sie zur Vernunft gekommen sind. Sie sind wirklich die coolste Person, die mir hier über den Weg gelaufen ist. Der Strauß für den Empfang heute Mittag, ist der fertig? Der... Oh nee, sagen Sie nicht, Sie haben es vergessen. Ich bin extra hier rausgefahren. Ich bringe den nachher ins Hotel, rechtzeitig. Oder ein Kurierdienst bringt den, das ist wahrscheinlich besser. Kann ich mich darauf verlassen? Ja, selbstverständlich. Nicht sehr professionell, aber gut. Charlotte, ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg in London. Bye, bye. Hier. Also, falls mal alle Stricke reißen oder alles zu viel wird, dann setzen Sie sich in den Flieger und besuchen Sie mich. Ja. So, und jetzt raus mit Ihnen, sonst verpassen Sie noch Ihren Flieger, ja? Ja. Danke für alles. Köpke. Alles gut, ich habe Sie gesehen. Ach, gut, dass ich Sie sehe. Sie hätten sich heute Morgen besser um Kalle kümmern müssen. Ja, ist was dazwischen gekommen. Einfach mal Bescheid sagen. Ich kümmere mich ja noch. Und wer kümmert sich um den Haufen in meinem Wohnzimmer? Scheiße. Sie sagen's. Wissen Sie was? Der dämliche Dahlmann-Köter nervt, genauso wie der Rest der Familie auch. Frau Dahlmann, alles in Ordnung? Oh, ich weiß nicht. Keine Ahnung, wo das Skateboard plötzlich herkam. Oh. Kommen Sie. Oh, mein Rücken. Oh, und auch mein Kopf. Bleiben Sie, ich rufe einen Notarzt. Oh. Sie müssen durchgecheckt werden. Ja, Flinkenschild hier, wir hätten gerne einen Notarztwagen in den Kurpark. Eine Frau ist gestürzt. Danke. Mama? Mama, was ist passiert? Oh, schade. Können Sie nicht aufpassen? Lurik, hi. Na? Wie geht's? Ich muss dann auch mal... Ja. Ah, richtig. In der 106 tropft der Wasserhahn. Ja, gut. Kümmere ich mich drum, solange Henny in der Kita ist. Und im Büro von Frau Arnold klemmt die Jalousie. Was aber wirklich wichtig ist, in der 342 funktioniert die Heizung nicht. In der Suite? Ja, in der Suite. Also, du willst mich ködern. Bitte was? Naja, also, eine Heizung funktioniert nicht in der leeren Suite. Außerdem habe ich die vor 2 Tagen repariert. Ja, hat wohl nicht gut geklappt. Du denkst wohl, ich weiß nicht, was du vorhast. Träum weiter. Oh. Ja, und Ede soll er aussehen. Und dann liefern Sie ihn bitte direkt ins Drei Könige, ja? Ja, wollen Sie den Auftrag jetzt oder nicht? Na also. Wiederhören. So, ein Kaffee bitte. Ja, sehr gern. Berger Richter. Ja, das ist richtig. Die Gärtnerei hat heute geschlossen. Ja. Ja, wiederhören. Tschüss. Bitte schön. Dankeschön. Alles okay? Ja, wieso? Na, ich wundere mich nur, die Gärtnerei hat geschlossen. Ja, das passiert.
Was ist das? Das habe ich nicht bestellt. Die sind neu im Sortiment. Zum Probieren. Kostet nichts. Ah, danke schön. Haben Sie vielleicht zufällig meinen Zettel für mich? Ich muss mir ganz dringend was aufschreiben. Ja, klar. Mittlerweile muss ich mir auch schon alles aufschreiben. Meine To-Do-Listen sind endlos. Ja, das Leid der Kaufleute und Einzelhändler. Ständig unterwegs mit dem Kunden. Nie frei. Und am Wochenende Ablage, Lohnabrechnung, Steuer. Ist das jetzt eine Kritik? Nein, wieso? Na, weil ich heute meine Gärtnerei geschlossen habe. Nein, ich meine, dass Leute wie Sie und ich quasi rund um die Uhr immer arbeiten und nicht frei haben. Na, ich habe ja heute frei. Ja, jeder so, wie er mag. Was soll denn das jetzt schon wieder? Ich wollte hier nur ganz in Ruhe meinen Kaffee trinken, Herrgott. Mama, dein Tee. Danke, stell einfach ab. Was sagen die Ärzte? Leichtes Schädel-Hirntrauma. Mein Kopf brummt wie sonst was. Naja, das Steißbein ist geprellt. Das tut mir leid, Mama. Wie lange musst du hier bleiben? Eine Nacht, vielleicht zwei. Dieser Herr Flickenschild, der versteht vielleicht was von Pferden, aber ob Kalle da gut aufgehoben ist? Kalle kann auf dem Gut frei herumlaufen und es ist immer jemand da. Und Marvin kümmert sich auch. Sei froh, dass du diesen Kerl los bist. Der war ja unter deinem Niveau. Du kennst ihn nicht. Ich brauche jetzt vor allem erstmal ein paar Sachen aus dem Hotel. Hast du was zum Schreiben? Moment mal, mein Flieger geht gleich. Was, heute? Ja. Du fliegst heute schon? Oh. Oh. Warum wollt ihr nicht mit ins Geschäft einsteigen? Mama, du hast doch unsere Absage gehört. Tobias versucht mit harten Sparmaßnahmen Dahlmann-Trikotagen zu retten. Er könnte eure Unterstützung wirklich gut gebrauchen. Ich bin hier ans Bett gefesselt und kann nichts machen. Weißt du was, Mama? Es gibt immer einen Weg. Hier, mein Talisman. Er hat mir geholfen, meinen Weg zu finden und vielleicht hilft er jetzt dir. Bist du jetzt spirituell geworden? Er hilft trotzdem. Wer kümmert sich denn um mich, wenn ich hier rauskomme? Ich kann mich kaum bewegen. Kannst du London nicht wenigstens verschieben? Nein, Mama. Ich muss mich jetzt um mich kümmern und um mein Leben. Das wird nämlich höchste Zeit. Gute Besserung. Ich hab dich lieb, Mama. Und, kriegen Sie es hin? Keine Ahnung. Was zischt denn da so? Herr Handtuchtrockner, Mann, helfen Sie mir doch! Einmal bitte. Oh, Herr Eilers, endlich! Danke. So. Oh, das war knapp. Ihr habt ja fast den ganzen Laden überflutet. Was machen wir jetzt mit der Heizung? Um die kümmere ich mich. So. Tür auf oder zu? Was machst du hier? Naja, ich war mir nicht ganz sicher, ob du mit mir spielst. Ich habe auf die Schnelle keinen anderen Handwerker gefunden. Ich war ein richtiger Idiot. Bescheuert von mir zu glauben, du wärst nur auf Sex aus. So. Oder nicht? Hm.
aus. Die Fuhre nach Wilhelmshaven ist fertig. Frachtpapiere, Kaffeerösterei Mosenberg, Hamburg. Die Tour kann starten. Wunderbar, vielen Dank. Können Sie nachher noch zur Post gehen, bitte? Ja, klar. Geht's Ihnen gut? Ja. Wirklich? Ja. Marvin? Ich will nicht mit dir sprechen. Hallo, Frau Roth. Hallo. Ich suche Marvin. Der ist gerade nicht da. Oh, schade. Ich fliege nämlich heute schon nach London. Ich wollte mich gern von ihm verabschieden. Na, vielleicht will er gerade nicht mit Ihnen sprechen. Er hat Ihnen erzählt, dass wir getrennt sind? Ja, sagen wir so, ich weiß Bescheid. Mhm. Könnten Sie ihm das vielleicht geben? Ein Flex-Ticket nach London? Er kann es einlösen, wann er will. Ich bin echt traurig, dass unsere Geschichte so endet. Ich geb's ihm. Und wer weiß, vielleicht ist das ja noch gar nicht das Ende. Okay, danke. Ich find's nicht gut, dass Sie hier so ausweichen. Ich gehe mal eben gucken, wie weit die Jungs mit dem Verladen sind. Herr Althaus! Oh, hallo! Garten statt OP-Handschuhe. Frau Eilers, es ist schön, Sie zu sehen. Ich suche meine Enkelin. Die ist mit dem kleinen Luis und ein paar anderen Kindern im Garten vom Nachbarn. Vorsicht, mein Pet, der hat da eine Hüpfburg. Ach, prima. Die hat sich ja gut eingelebt hier bei Ihnen, die Henriette. Ja. Ihr Sohn übrigens auch. Ja, freut mich zu hören. Und Ihnen hat ja die Therapie ganz gut getan. Ja. Offensichtlich haben Sie ein neues Hobby. Ja, ich habe während der Therapie einige neue Dinge ausprobiert. Und jetzt plane ich hier ein Gemüsebeet. Und was ist mit dem Hobby Neurochirurgie? Sag mal, Henrik, was soll denn das? Was meinst du denn? Das Gemüsebeet? Wir haben doch darüber geredet. Du hast mir doch das Saatgut gegeben. Mitten auf unserem Zierrasen. Ja, warum ich? Ernsthaft jetzt? Wo sollen denn die Kinder spielen? Oh ja, stimmt. Gut, also, was schlägst du vor? Wo soll das Beet dann hin? Ja, keine Ahnung, irgendwo an die Seite, aber nicht hier. Wieso fragst du mich denn nicht vorher? Hast du dich nicht immer beschwert darüber, dass immer alles an dir hängen bleibt? Ja. Aber hier ist nicht der richtige Platz für ein Gemüsebeet. Mann, wie blöd kann man denn sein? Das gibt's doch gar nicht. Also, so kenne ich sie sonst nicht. Das war richtig schön. Was hast du jetzt noch vor? Im Gegensatz zu dir habe ich heute nicht frei. Ist denn zwischen uns wieder alles in Ordnung? Du meinst, ob alles wieder beim Alten ist? So ganz ohne Family Time? Jorik, ich mag deine Tochter, wirklich. Ich finde sie sogar erfrischend witzig. Ich kann förmlich schon das Aber hören. Aber verschiebt nicht meine roten Linien. Ja. Du machst es mir wirklich nicht leicht. Gut.
ich jetzt mal. Ich sag's doch. Gibt das Leben dir eine Chance? Dann greif zu. Okay? Ach, wie fein. Du siehst sie ja doch noch. Ach, hallo. Und? Aufgeregt? Ein bisschen, ja. Oh ja, das war ich damals auch. Als ich weggegangen bin von Köpfewusche, heißt Anfang der Brücke. Und so gesehen, ach Charlotte, ist doch jeder Tag ein Anfang der Brücke. Egal in welcher Sprache und in welchem Land. Haben Sie es bereut? Nein. Keine Sekunde. Etwas Neues zu beginnen gibt einem so viel Energie. Ich wünsche Ihnen Glück und Gelingen. Den Satz hätte ich gern von meiner Mutter gehört. Ja. Aber danke. Vielen Dank. Übrigens, mein Abschiedsgeschenk hat Ihr Bruder. Nicht vergessen. Da sind Sie. Warte. Da bist du ja. Wir haben dich überall gesucht. Wo ist dein Handy? Leise gestellt, tut mir leid. Pass auf, ich habe einen Wagen vom Hotel leihen können. Wir fahren nicht zum Flughafen. Mein Koffer? Schon im Wagen. Bereit, kleine Schwester? Bereit. Die Kohlrabi-Pflanze. Soll ich die einzeln oder soll ich... Hey, was ist passiert? Wir sind Teller zerbrochen. Okay, kein Problem. Wir besorgen ja neuen, ja? Kann ich mal kurz sehen? Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Alles nicht so schlimm, Tina. Okay, pass auf, Tina. So, wir müssen ins Krankenhaus, ja? Deine Hand muss professionell versorgt werden. Okay? Kannst du aufstehen? Ja. Ist nicht so schlimm. Was haben Sie da? Drogen! Können wir nicht einfach das, was jetzt zwischen uns ist, genießen? Das hört sich nach auf der Stelle treten an. Nein, das bedeutet ein Schritt nach dem anderen. Nein, ich glaube, die Kollegen kommen auch ganz gut ohne mich zurecht. Das ist auch komisch, wenn da jemand von außen damit reinquatscht. Ja, stimmt. Deswegen habe ich dir auch die Unterlagen geschickt. Ich weiß aus ziemlich sicherer Quelle, dass dem Kollegen sehr an deiner Meinung gelegen ist. Haben Sie geweint? Nein. Ja, Sie waren ja neulich schon so durch den Wind. Vielleicht sollten Sie sich mal durchchecken lassen. Ich habe mir in die Hand gesteckt. Das kann ja wohl mal passieren.